Ich wurde gebracht, hatten uns gesehen und nichts dabei gedacht. Ich kam wieder und du schlichst dich in mein bewusstes Blickfeld. Du wurdest interessant. Erster Augenschein. Du unterhältst dich mit mir über Kunst. Bist du süß? Hast ein liebes Gesicht. Du stehst auf der Bühne. Durch deine musikalischen, rhythmischen Bewegungen zeichnet sich dein attraktiver und nicht zu muskulöser Körper in seinen ganzen Proportionen ab. Deine Körperbewegungen und das Wissen, dass du mich siehst, ließ mich erschrecken, bekam Angst, dass du merkst, dass ich leichte Hitzewallungen bekomme. So langsam, nicht nur leichte, leichte Schmetterlinge in den Bauch. Du machst mich einfach scharf. Vor Schreck über meine Gefühle habe ich mich etwas aus deinem Blickfeld entzogen. Habe mich mit anderen beschäftigt. Deine Stimme hielt mich in Stimmung, ließ mich singen und tanzen. Du heiztest mich so richtig ein. Vor Wut über mich selbst verlor ich die Kontrolle, begab mich vor Aufregung zwar ganz langsam in deine Nähe, nur konnte ich dich nicht ansehen, geschweige denn reden. Mir fiel auch nichts ein. Du warst gut beschützt in deiner Band. So versuchte ich mich selbst zu schützen und plapperte nur drauf los. Welch ein Blödsinn! Aber ich möchte dir danken, dass du fragtest, wie ich es hier so finde. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm, dass ich die Nacht durchmache. Dass ich so richtig verwuselt bin. Vor allem sehr mondfühlig. Doch Spaß beiseite. Ich möchte mich doch nur rausreden. Wenn du dieses Gedicht von mir aus lesen darfst, hast du mich bestimmt schon geküsst. Und das ganze Gedicht zu beenden, lege ich es auf die Seite und küss mich bitte. Danke.